Willkommen Leute zu einem weiteren Level von Tomb Raider Custom Level. Wir spielen diesmal The Secrets of Nepal, gewünscht von PSP Master. Und ich sehe schon, die Titelsequenz wurde verändert. Gucken wir doch mal kurz rein, finde ich immer ganz interessant eigentlich. Nebenbei kann ich ja mal gucken, ob die Optionen sollten eigentlich soweit ganz in Ordnung sein, obwohl die Musik ist schon wieder ziemlich laut. Aber passt schon. Also gefällt mir schon mal ganz gut, weil ich in der Titelsequenz sehe, wenn das Spiel auch so aussieht, bin ich ganz zufrieden. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Müssen sich die ganze Zeit angucken. So, und hier gibt es eine Liste mit neuen Moves und die habe ich mir schon angeguckt, weil hat der PSP Master mal geschrieben, dass ich mir die besser mal durchlese und die zu schnell verschwindet. Deswegen überspringe ich das Ganze jetzt mal. Also ich sollte die Moves soweit alle drauf haben. Finde ich schon mal schön gemacht mit den neuen Moves. Obwohl einige kenne ich davon schon. Das sind so Moves im Tomb Raider Legend Stil, so wie schnelleres Hangeln und sowas. Ich höre gerade einen Hubschrauber irgendwie. Aber egal. Hier ist schon mal eine Bodenluke. Sonst noch irgendwas? Ne, da sind wir wahrscheinlich hergekommen. Dann gehen wir da einfach mal durch. Ich habe schon lange kein Eislevel mehr gespielt, also ist jetzt sehr passend. Okay, da oben müssen wir auf jeden Fall irgendwie hin, da kann man bestimmt hangeln. Der See ist, Teich ist hier, glaube ich, zugefroren. Okay, hier geht's weiter, aber ich würde gern erstmal da oben hin. Ah, genau. Von da hinten. Ich denke mal, und dann rüberhangeln. Sieht gut aus. Ich mag auch die Hintergrundgeräusche hier. Dieser Wind, der sich da, der durch die Höhle zieht. Hört sich wirklich gut an. Mal eben gucken, wie heißt denn der Level überhaupt? Und ich habe noch nicht gespeichert, das ist eigentlich schlecht. The Secrets of Nepal. Okay, der Level heißt genauso. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Mehrteiler ist oder wirklich nur ein Level. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich denke, wir müssen da oben hin. Bingo. Ach, und das kennen wir ja auch schon aus dem Dschungel-Level. Mit dem... Ja, sieht ziemlich weit vorne aus. Okay, ich habe diesmal nichts gemacht, also Lara ist von selber gesprungen. Finde ich ein bisschen schade, im Dschungel-Level konnte man wirklich selber entscheiden, wann man abspringt. Fand ich ein bisschen besser. Aber stört mich jetzt nicht so allzu viel. Jetzt bin ich doch am Überlegen, ob ich nicht besser erst da unten lang gehen sollte. Weil nachher geht es hier oben weiter und wir kommen nicht mehr zurück. Und ich speichere mal kurz. Und gehe da unten lang. Und guck eben nur kurz rein, was da ist. Und dann lade ich wieder. Nicht, dass hier eine Sackgasse ist und da liegt noch irgendwie ein dickes Medipack oder so. Aber anscheinend nicht.
Da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter. Okay, hat sich schon erledigt. Dann bleiben wir doch erstmal hier. Und hangeln uns hier rüber. Gibt's hier Schnellhangeln? Ja, war wohl. Das Hangeln war wohl bezogen auf an der Wand entlang hangeln. Schade. Weil hier könnte man auch irgendwie irgendwas machen. Ich glaube, springen oder so. Ich glaube, an der Kante? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, nee. Muss ich nochmal irgendwann testen. So. Da wollen wir. Ach so, einfach wahrscheinlich hier nach oben. Was ist da denn? Ein Gitterkäfig? Ein Käfig mit einem Totenkopf drin? Okay, das ist schon wieder interessant. Kann ich da denn rüberspringen? Denk mal nicht, wenn das Objekt da steht, werde ich wahrscheinlich abgeblockt. Ja. War zu erwarten. Also wahrscheinlich da hinten, da geht's rein. Genau. Okay. Verschiebbarer Block eventuell. No? Ach so, also wenn Lara No sagt, heißt das, wir brauchen hier die Brechstange. Meistens. Also müssen wir hier später wieder hin. Moment, da ist auch noch eine Lücke. Da versuche ich jetzt mal reinzuspringen. Ob man sich hier eventuell festhalten kann. Nee, ich glaube nicht. Okay, dann finde ich jetzt ein bisschen schade. Jetzt müssen wir nämlich wieder zurück und können später, wenn wir das Brecheisen haben, den ganzen Weg nochmal nach oben. Sowas mag ich eigentlich gar nicht am Level-Design, aber. Da das hier so schön aussieht, will ich mal nicht allzu viel rummeckern. Der Lebensbalken wurde verändert. Der ist jetzt hellblau statt rot. So, das kennen wir ja schon. Müssen wir nur mal gucken, wo wir als erstes hingehen. Ich halte mich jetzt einfach mal rechts. Obwohl ich gucke erstmal in diesem Raum im Wasser. Ob hier noch irgendwas rumliegt. Oh, und ich sehe gerade, wir müssen schnell hier raus. Wir hatten nämlich nicht nur eine Tauchleiste, sondern auch diese lila Leiste. Und das heißt, das ist Eiswasser. Hier können wir nur begrenzt lange drin sein. Und das heißt für mich schon mal keine riesigen Unterwasserhöhlen möglich. Also eigentlich ein gutes Zeichen. Ich glaube da. Ja, da kommen wir. Das ist viel zu hoch. Keine Chance. Da unten ist vielleicht eine Unterwassertür. Ich teste gerade mal. Nö, ich drücke, aber Lara will nichts machen, also. Ach, jetzt sterbe ich schon. Geht auf jeden Fall irgendwann auf die Tür, weil ich konnte gerade kurz dahinter schauen. So, was ist hier? Da unten sind Fässer. Was leuchtet der Raum denn so komisch? Hangeln wir uns mal da zur Ecke erstmal. Der Raum ist mir nicht ganz geheuer. Ach, das ist Wasser. Schon wieder? Ich verstehe es einfach nicht. Hier ist Wasser, aber hier ist keine Wassertextur drüber. Man sieht da hinten, sieht man so die Wellen ein bisschen. Und hier ist einfach gar nichts. Da war im vorigen Level ja auch schon beim Desert Temple. Wieso macht man sowas? Ich meine, ich glaube, Physikbude hat ja geschrieben, dass in so kleinen Bereichen gut keine Wellen gibt. Okay, aber ich find's, es sieht komisch aus. Sieht irgendwie falsch aus. Also für mich sieht das nicht so aus, als wenn hier unten Wasser drin ist, sondern ein leuchtender Raum. Aber egal, ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Okay, die kann man nicht zerschießen.
Was hat mir das jetzt gebracht? Was will ich in diesem Raum? Die Stein, diese Wandtexturen gefallen mir. Die sind richtig HD. Die sehen richtig gut aus. Ne, hieß aber irgendwie mal gar nichts. Schade. Ja, ich guck noch mal kurz ins Wasser, aber ich habe hier irgendwie nichts gesehen. Nö. Ach, jetzt ist schon wieder. Das war knapp. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch eine Möglichkeit, und zwar da hinten lang, wo die Höhle weitergeht. Also merken, hier ist noch eine Tür, und wenn wir ein Brecheisen haben, müssen wir zurückgehen. Die Dinge sollten wir uns merken. Wenn jetzt hier gleich auch eine Sackgasse ist, habe ich hier wieder ein Problem. Dann weiß ich schon wieder nicht weiter. Wie so oft. Okay. Doch ein größeres Gebiet hier. Mit Gegnern. Uah. Aber. Okay, hier rutscht man. Dann muss ich direkt so sprechen. So. Ist ja auch cool gemacht, hier so eine Basis. Mitten in der Eishöhle. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Obwohl. Stimmt von der Story her. Okay, jetzt bin ich dagegen geknallt. Die Story war irgendwie, Lara sucht. Ich bin mir ganz gar nicht sicher. Ich hab die Story gelesen, als ich ein Level runtergeladen habe. Dann ist schon fast eine Woche her. Also habe ich runtergeladen, so als PSP Master mir den Vorschlag geschickt hat. Und da stand, glaube ich, irgendwas von. Also Lara sucht hier irgendwas, aber an irgendwie eine geheime Organisation sucht. Also ist ebenfalls da hinterher und. Werden wahrscheinlich die Typen sein. Und wieso knall ich hier immer unter die Decke? Muss so ganz komisch springen jetzt. Ich knall immer da drunter. Wahrscheinlich mit Anlauf. Nein. Also ich komme wahrscheinlich auch so runter, aber das sieht. Ach Mann. Das sieht so verlockend aus da hinten. Nee, ich knall da immer runter. Ich gehe jetzt so runter. Und dann gucke ich mal von unten, ob ich da irgendwas Spannendes verpasst habe. Wahrscheinlich kommen jetzt Gegner. Doch nicht? Ich meine, ich hatte gerade irgendwie einen gesehen bei der Kamerasequenz. Ach so, das ist, um wieder zurückzukommen. Dann hier, da, genau. Da kommt man wieder später wieder zurück. So, ich halte mich mal wieder rechts. Da ist ein Texturfehler. Da an der Seite, die Ziegel sind falsch herum. Aber egal. Ja, auf sowas achte ich natürlich als ehemaliger Levelbauer. Okay, Tür. Ach, wir brauchen hier einen Schlüssel. Müssen wir uns auch merken. Ach, da ist der Typ. Der schießt ja gar nicht auf mich. Okay, dann mache ich auch erstmal nichts. Leben und leben lassen, wie es so schön heißt. Der tut mir echt nichts. Aber der guckt mich an. Hallo. Okay, kommen wir hier rauf. Ich versuche einfach mal hier rüber zu springen.
Oh, geht sogar. Du tust mir nichts, oder was? Tja, leider musst du dran glauben, weil du könntest den Schlüssel hier unten haben. Deswegen tut mir leid. Ah, jetzt wehrt er sich auch. Gibt einen neuen Schuss-Sound. Und ein überdimensionaler Schlüssel hat er dabei, wo auch immer er den versteckt hatte. Geil, Mars. Lecker. Also Mars sind hier kleines Medipack. Hätte man großen zum Snickers machen können. Wieso ändert man die kleinen und lässt die großen so, wie sie sind? Verstehe ich nicht. Tech-Key. Okay, der ist wahrscheinlich für unten. Kommt man darauf? Bevor ich jetzt wieder nach unten gehe. Ich glaube, hier kann man stehen. Ja. Da geht's doch rein. Aber so hoch kommen wir nicht. Ne. Ich vermute, hier kommen wir später wieder raus dann. Denke ich mal. Irgendwie so wird's sein. So, da hinten sind wir hergekommen. Was soll ich jetzt hier machen? Ah, Moment, vielleicht auf der anderen Seite irgendwie runter. Gucken, ist hier noch irgendwas? Hier ist aber irgendwie gar nichts. Na komm, ich setze jetzt einfach den Schlüssel ein. Scheiß drauf. Tech-Key. Okay, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um hier zu schneiden. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.